eine Nachricht der Dringlichkeitsstufe 1 von der Sternenflotte. Jean-Luc, wir haben gerade sehr beunruhigende Neuigkeiten über den Anführer der Borg-Invasion erhalten. Ich weiß Bescheid. Toral, hören Sie auf mit dem Ormang. Ein ehrloser Hund wie Sie beherrscht niemals das Reich. Da irren Sie sich, Worf. Ich besitze nun das Schwert des Kales. Der Thron der Klingonen ist mein. Ich sorge dafür, dass dieser Tag niemals kommt. Admiral Seela, die Sensoren bestätigen, es ist das Omega-Partikel. Eindämmungsfeld vorbereiten. Rufen Sie das nächste Bordschiff. Sagen Sie ihnen, ich habe einen Vorschlag. Captain, wir empfangen eine Übertragung vom Borg-Kubus. Auf den Schirm. Locutus. Hikar, senken Sie Ihre Schilde und erwarten Sie Ihre Assimilation. Wenn Sie wirklich der sind, der Sie zu sein scheinen, müssten Sie wissen, dass ich mich nicht beuge. Das werden Sie. Ihre Verteidigung kann uns nicht standhalten. Ihre Kultur wird sich anpassen, um unserer zu dienen. Jeder Widerstand ist und war schon immer zwecklos. Initiiere Manöver, Worftäter 1. Alle Waffen auf das Schiff ausrichten! Feuer! Ja, damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt, wo ich jetzt froh bin, dass das raus ist auf der GOG-Version Star Trek Armada 1. Wir werden die Kampagne spielen. Wir schalten sozusagen, wenn wir die Föderationskampagne gespielt haben, schalten wir nach und nach die weiteren Kampagnen frei. Die Föderationskampagne ist auch sozusagen ein kleines Tutorial, dass man sich auch ein bisschen einfindet. Und es spielt nach Deep Space Nine. Und wir fangen an Vorahnung. Wünsche ich euch viel Spaß.
Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Sternzeit 53550,8. Nach Ende des Dominion-Krieges und der Stabilisierung der Angelegenheiten im Alpha-Quadranten hilft die Enterprise bei der Wiederherstellung eines Außenpostens im Barisa-Sektor. Obwohl wir keine Konflikte erwarten, besagen einige Gerüchte, dass sich abtrünnige Dominion-Schiffe in der Gegend befinden, die sich weigern, den Vertrag des Dominions mit der Föderation zu akzeptieren. Die Enterprise hat den Auftrag, den Außenposten zu schützen, falls sich diese Gerüchte als wahr erweisen sollten. Bauen Sie eine Sternenbasis, bauen Sie eine Minenstation. Das sind unsere Aufgaben. Tipp, benutzen Sie das Konstruktionsschiff, um Stationen zu bauen. Alles klar. Wir tun erst einmal die Schiffe ein bisschen weg. Wir haben hier zwei Ressourcen, so gesehen einmal die Lithium und Crew. Man kann sozusagen Offiziere auch damit zuzählen, sozusagen drei Ressourcen. Wir bauen jetzt erst einmal hier die Lithium-Minenstation. Und wie kommen wir an Bevölkerung? Kann ich euch dann gleich auch zeigen. Das kriegen wir durch Sternbasen, aber auch durch Planeten. Wir können wir keinen Planeten kolonisieren. Aber wir können mit dem Planeten halbwegs interagieren. Was, ja, das trifft es am besten. Station fertiggestellt. Jetzt haben wir schon mal die ersten. Hier kriegen wir jetzt ein bisschen Ressourcen. Jetzt könnten wir hier einfach die Sternenbasis hinbauen. Bringt uns ein bisschen Crew, aber ihr seht, jetzt ist es blau und das heißt, dass die zusätzliche vom Planeten sozusagen Crew bekommt. Steuerkurs wechseln. Bestätigt, Sternenflotte. Sir. Stationsbau begonnen. Gefechtsstationen auf dem Weg. Bestätigt, Sternenflotte. Ja, wir haben hier auch mal die Enterprise, die Sovereign-Klasse und zwei Akira-Klassen. Wir können hier noch keine wirklichen Schiffe, Kampfschiffe bauen. Es wird noch aber kommen. Alle Sektionen Bericht. Können hier auch mal voll die Crew voll hier voll machen. Jede Kampagne müsste so ungefähr 5 Missionen haben und es gibt dann noch eine zusätzliche Mission, die später aber noch kommen wird. Wir könnten jetzt heute auch ein bisschen erkunden gehen, aber ich spiele es jetzt so, wie ich es als Kind meistens gespielt habe. Captain, unsere Sensoren melden Dominion-Schiffe auf dem Weg zu uns. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ja, zerstören Sie alle Dominion-Schiffe im Sektor. Die Enterprise darf nicht zerstört werden. Das sollte das geringste Problem sein. Mm-hmm.
Hier können wir noch einen Frachter, die Lithium-Frachter bauen und noch ein Konstruktionsschiff. Oh Mann, die Lithium-Frachter, dann können wir hier ein bisschen Lithium noch abbauen. Hier unten sehen wir übrigens auch noch, wie viel Dilithium noch übrig ist in diesem Dilithium-Mond. 19.400. Noch ein bisschen was. Es gibt dann auch irgendwann unerschöpfliche Dilithium-Monde. Ja, das sind hier die Chemhadar-Zerstörer, die hier, wenn ihr hier das gesehen habt, Deep Space Nine. Ja, das sind dann die kleinen die Kampfschiffe der Chemhadar des Dominions. Hier gibt es übrigens keinen Warp-Antrieb, den wir aus dem zweiten Teil ein bisschen kennen. Und der zweite Teil von Star Trek Armada ist auch auf GOG erhältlich. Ich habe hier ein Deutsch-Patch drüber auch installiert. Damit alles hier auf Deutsch ist. Werde ich aber in den Beschreibungen verlinken, wo ihr den Deutsch-Patch auch findet. Finden werdet. Steuerkurs wechseln. Müssen wir ein bisschen auf Suche gehen, weil auf dem Weg. Da haben wir ja noch einen Chemhadar. Wir könnten es auch übernehmen, aber das mache ich jetzt halt nicht. Wir haben hier auch noch keine Spezialfähigkeit mit der Enterprise. Oh, die verliert aber schon einiges an Crew. Captain Tedious Deming, der USS Premonition. Wir werden von den Borg angegriffen. An alle Schiffe in diesem Sektor. Hier ist die USS Premonition. Sir, die Übertragung wurde unterbrochen. Data, stellen Sie den Ursprung der Übertragung fest und setzen Sie einen Kurs. Jetzt müssen wir die USS Premonition vor dem Borg beschützen. Die Enterprise und die Premonition dürfen nicht zerstört werden. Soviel ich weiß, ist die unzerstörbar. Und hier aber schon mal bei. Was? Okay, das ist mir neu. Temporale Verzerrungen. Auf den Schirm.
Stellen Sie den Ursprung der Übertragung fest und setzen Sie einen Kurs. Alle guten Dinge sind 20. Ihr müsst ganz schnell hier auf Leute drauf gehen, weil die verliert ganz schnell Besatzung. Und ja, lieber verliere ich in der Akira-Klasse, bevor ich die USS Premonition verliere. Der legendäre Captain Picard, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Captain Deming, Sie und Ihr Schiff sind nicht in der Datenbank der Sternenflotte registriert. Haben Sie dafür eine Erklärung? Das liegt daran, dass wir nicht existieren. Noch nicht. Ich komme aus der Zukunft, um die Föderation vor einer bevorstehenden Invasion der Borg zu warnen. Wir müssen schnell handeln, wenn wir... Captain Deming, die Sternenflotte unterliegt strengen Vorschriften, die das Verändern der Zeitlinie eindeutig verbieten. Ich beabsichtige nicht die Bestimmungen... Captain, noch in dieser Stunde werden die Borg die Sternenbasis 612 angreifen und assimilieren. Ihre Zerstörung wird den ersten Schritt der Borg-Invasion markieren, die schließlich den Alpha-Quadranten einnahmen. PK, in der Zeit, aus der ich komme, existiert die Föderation kaum noch. Vulkan, Bajor, Kronos, die Erde, sie alle sind assimilierte Planeten. Dies ist unsere... Also gut, Captain. Ich werde der Sache nachgehen. Lieutenant, schicken Sie eine Nachricht an das Sternenflottenkommando und berichten Sie ihm von unserer Situation. Fähnrich Losetti, setzen Sie einen Kurs zur Sternenbasis 612. Beschleunigen. Computerlogbuch des diensthabenden Captains Botschafter Worf an Bord der USS Avenger. Ich wurde vorläufig von meinen Pflichten auf der klingonischen Heimatwelt versetzt, um bei einer Situation im Baku-System zu vermitteln. Die Sternenflotte übergab mir das Kommando über die USS Avenger, um alle Feindseligkeiten abwehren zu können, die möglicherweise entstehen. Hier ist Botschafter Worf von der Vereinigten Föderation der Planeten. Ihre Anwesenheit in diesem Sektor stellt eine Verletzung der Rechte des Baku-Raums dar. Ihre Schiffe werden daher aufgefordert, den Sektor sofort zu verlassen. Dieser Teil des Weltraums gehörte uns schon lange, bevor die Föderation überhaupt existierte. Wir sind gekommen, um zurückzufordern, was uns gehört. Jede feindliche Aktion ihrerseits gegen die Baku wird von der Föderation als Kriegshandlung gewertet. Wie Sie wollen, Botschafter. Sie haben die Schilde eingeschaltet und Ihre Waffen aktiviert. Auf Gefechtsstation! Verteidigen Sie die Sternenbasis vor den Sonar. Worf muss überleben. Okay. Kriegen wir das Schiff? Das wäre nämlich super. Da hätten wir schon mal ein recht starkes Schiff. Effekt-Sound muss ich ganz kurz. Sound-Einstellung, Effekt-Sound. Zurück. Antrieb wird aktiviert. Jetzt haben wir mal ein Sonar-Kriegsschiff. Jetzt können wir hier den Dilithium-Mond. Bauen Sie eine Werft mit D.
Idee ihrer Konstruktion mit ihrem Konstruktionsschiff. Aber das mache ich noch nicht. Ich brauche erst einmal Mineralien. Ohne Mineralien geht hier gar nichts. Weil wir haben hier die Feind, USS Avenger von Worf. Steuermann, neuen Kurs setzen. Und hier haben wir den Planeten im Hintergrund. Hier werden wir dann auch noch ein paar Stationen aufbauen. Besser an Verteidigungsanlagen. Sobald das Sonar-Kriegsschiff wieder schießt, sollte man doch ein bisschen besser geschützt sein. Und wir haben hier die Venture-Klasse. Das ist ein Aufklärer. Den übernehmen wir jetzt halt nicht. Station fertiggestellt. Aber dafür war ich auch ein bisschen zu langsam. Yep. Wir sollen hier unbedingt jetzt eine Werft bauen. Bauen wir die auch. Weil die in Bau... Ah, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Lithium. Dann haben wir schon mal die Werft. Ihr müsstet jetzt halt nicht unbedingt auch eine... Ihr könntet auch die Werft bauen für vielleicht noch 1-2 Pulskanonen und dann könntet ihr diese Mission auch super schaffen. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir haben hier Schilde, Triebwerke, Lebenserhaltungssystem, Sensoren und Waffen. Wenn eine von denen nicht funktioniert, das vor allem Waffen, dann ist das Schiff komplett verteidigungslos, oder wenn die lebenserhaltenden Systeme kaputt sind, dann dann schwindet die Crew, wie wir in der ersten Mission gesehen haben. Jetzt könnte man zum Beispiel hier die Feindklasse herstellen. Schauen wir mal. Und die Feind hat übrigens eine Fähigkeit, Antimaterie-Minen. Das haben wir ja im Intro gesehen und werden wir später auch mal einsetzen. Hier jetzt noch nicht, aber später. Zulassen, dass die Sona diesen Außenposten zerstören. Zurück zum Raumhafen. Gefechtsstationen. Bestätigt, Sternflotte. Wo ist das Sona-Kriegsschiff, das wir... Ah, das ist da hinten. Nicht genügend Dilithium. Ihre Befehle, Sir? Ihre Befehle, Sir? Jetzt sollte man genügend Dilithium kriegen für eines der Pulsgeschütze. Außerdem, wir haben auch noch zwei Sona-Kriegsschiffe mit Torpedos. Das könnte uns schon mal ein bisschen weiterhelfen. Fertiggestellt. Ihre Befehle, Sir? Und eine Sensorenphalanxte, die ist gut, um getan
Wetter getarnte Schiffe zu entdecken oder auch das Sichtfeld deutlich zu erweitern. Ansonsten kann man nichts wirklich machen. Offiziersquartiere, da können wir das Offizierslimit erhöhen. Das ging ja geht im zweiten Teil nicht. Das sieht man dann hier unten ein bisschen, dass da dann so ein noch was dazu gebaut wird. Raumschiffbau begonnen. Dann machen wir dich einfach mal auf Suchen. Ich hoffe, dass der nicht in einen der Nebel hier reinfliegt, weil die sind zerstörerisch, jede für jedes Schiff, das da reinfliegt. Raumschiff fertiggestellt. So. Mal eine Sensorenphalanx mal hin. Richtung wird angepasst. Und die normalen, die Feinklassen, haben jetzt halt noch nicht das Antimaterie-Minen. Weil das müssen wir erforschen und ein Forschungszentrum haben wir auch noch nicht in diesem Teil, in dieser Mission. Antrieb wird aktiviert. Steuerkurs wechseln. Ja. Sind ja noch 6 weitere Schiffe hier irgendwo. Schauen wir mal, dass wir die finden und dann vernichten. Steuerkurs wechseln. Kurs wird geändert. Kurs wird geändert. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Feind angegriffen. Gefechtsstationen. Kurs wird geändert. Ah, hier oben ist noch eins. Bestätigt, Sternenflotte. Steuerkurs wechseln. Auf dem Weg. Steuerkurs wechseln. Station wird angegriffen. Schönes Labyrinth irgendwie. Kurs wird geändert. Steuerkurs wechseln. Auf dem Weg. Ah, das ist ein recht guter Nebel. Der grüne, der heilt nämlich sozusagen die Schiffe ein bisschen. Oh, da ist nochmal ein Sonar-Kriegsschiff. Worf auf Empfang. Neuer Kurs wird gesetzt. Man kann hier diese Minen hier. Feind angegriffen. Bringen Sie uns hier platzieren. Und wie ihr seht, die gehen direkt zu dem Sonar-Kriegsschiff hin und machen nicht allzu wenig Schaden. Eine Nachricht für Sie von Admiral Hawthorne. Worf, Sie müssen sofort nach Kronos zurückkehren. Die Enterprise hat uns soeben von einer potenziellen Invasion durch die Borg berichtet. Wenn sich dies als wahr erweist, müssen Sie für die Unterstützung des Klingonischen Reichs sorgen. Verstanden. Ich kümmere mich darum, dass Kanzler Martok und die Klingonen bereit sind, der Föderation zu helfen. Worf, Ende. Computerlogbuch des diensthabenden Captains Botschafter Worf. Sternzeit 53551,6. Ich führe die Avenger durch den Ikolis-Raum. Obwohl dies ein tückischer Teil des Weltraums ist, durch den man nur schwer navigieren kann, sollte es die Rückreise nach Kronos deutlich verkürzen.
Thorall! Schon zweimal fehlte ihnen der Mut, mich zu töten, Worf. Sie werden nicht lange genug leben, um eine weitere Chance zu erhalten. Sie werden auch nicht sehen, wie ich meinen Platz als Herrscher des Klingonischen Reichs einnehme. Sie haben kein Recht auf den klingonischen Thron, Thorall. Da irren Sie sich, Worf. Sehen Sie, ich habe das Schwert des Kales gefunden. Und wem das Schwert gehört, dem gehört auch das Reich. Das ist unmöglich. Sie können das wahre Schwert des Kales nicht gefunden haben. Ich allein weiß, wo es liegt. Und daher müssen Sie sterben. Wenn ich Sie erst eliminiert habe, wird sich keiner meinem Anspruch widersetzen. Thorall, wenn in Ihnen noch ein Funken Ehre vorhanden ist, stoppen Sie diesen Urmang, bevor das Reich zerstört wird. Die Borg sind zurück und dieses Mal werden sie uns alle vernichten. Das ist ohne Bedeutung. Mich kann nichts und niemand aufhalten. Weder Sie, noch Kanzler Martok, noch die Borg. Ich habe Jahre auf diesen Tag gewartet. Ihr Tod wird auf ewig den ersten Schritt zu meinem Aufstieg auf den klingonischen Thron markieren. Die Avenger hat keine Chance gegen ein Nekvar-Schlachtschiff. Wir müssen ihnen im Ikolis-Raum ausweichen. Wir müssen zum Wurmloch. Licht! Haben wir noch ein paar Minen raus? Hey, rein! Kurs setzen! Steuermann, neuen Kurs setzen! Steuermann, neuen Kurs setzen! Steuermann, neuen Kurs setzen! Bringen Sie uns hier raus! Maximum! Bringen Sie uns hier raus! Maximum Warp! Noch mal dahin klicken. Ah, da, das ist das Asteroidenfeld, das sich bewegt. Das, und hier haben wir auch noch eins. Neuer Kurs wird gesetzt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Impulsantrieb. Gut, dass die Wegfindung hier. Thorall und seine Schiffe haben die Verfolgung aufgegeben. Ich registriere eine hohe Strahlung. Sie scheint aus dieser verlassenen... Nein! Machen die direkt immer Schaden auf die Besatzung. Das ist leicht schlimm. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Und übrigens, Thorall verfolgt uns noch recht lang eigentlich. Impulsantrieb. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Impulsantrieb. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Und jetzt bitte nicht nochmal sterben. Maximum Warp. Triebwerke volle Kraft voraus. Steuermann, neuen Kurs setzen. Triebwerke volle Botschafter, Kraft voraus. Thorall und seine Schiffe haben die Verfolgung aufgegeben. Ich registriere eine hohe Strahlung. Sie scheint aus dieser verlassenen Station auszutreten. Vielleicht verschwindet die Strahlung, wenn wir die Quelle eliminieren. Mit den Antimann. Neuer Kurs wird gesetzt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Fliegen. Impulsantrieb. Ich speichere mal hier. Dann kann ich hier ganz gemütlich. Triebwerke volle Kraft voraus. Impulsantrieb. Feind angegriffen. Ein echter.
echter Krieger zieht sich niemals zurück. Irrenlose Station. Vielleicht ist heute ein ausgezeichneter Tag. Setzen Sie Kurs auf das nächste Wurmloch. Begeben Sie sich zum nächsten Wurmloch. Jupp. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Impulsantrieb. Neuer Kurs aufgesetzt. Triebwerke volle Kraft voraus. Oh, ein Ferengi. Stellen Sie ein Team vor. Wir werden die Station entern und übernehmen. Ein herrenloses Schiff, das sieht man gut daran. Hier ist null und außerdem hier sind zwei Nebel sozusagen. Und das bedeutet eigentlich, dass dieses Schiff herrenlos ist. Im zweiten Teil hat man keine Ferengi-Schiffe, weil die schleppen da eher die Schiffe immer ab. Volle Kraft voraus. Kurs setzen. Kurs setzen. Kommt ihr langsam? Dankeschön. Steuermann, neuen Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Bringen Sie uns hier raus. Maximum Warp. Triebwerke volle Kraft voraus. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Und übrigens, in diesem Teil sind Ferengi-Schiffe sehr, sehr stark. Gefechtsstationen. Die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Oh, ein Sonar-Zerstörer. Neuer Kurs wird gesetzt. Kurs setzen. Neuer Kurs wird gesetzt. Steuermann, neuen Kurs setzen. Ein regenerierender Nebel. Sir, melden eine verlassene Sternenbasis hinter dem Nebelfleck. Bereiten Sie ein Team vor und beginnen Sie mit der Neubesetzung und dem Wiederaufbau der Basis. Neuer Kurs wird gesetzt. Stellen Sie ein Außenteam zusammen. Benötige zusätzliche Besatzung. Dann können wir jetzt halt schon mal das Wichtigste machen. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparatureinrichtung. Die Schiffe besetzen. Okay. Weil hier können wir auch noch, wenn wir wollen, ein paar Schiffe aufkaufen. Wir haben nicht viel Ressourcen. 4 Stück können wir insgesamt von denen bauen. Dann haben wir auch schon keine Ressourcen mehr. Weil hier in dieser Mission gibt es keine Ressourcen sozusagen. Übrigens nicht den Wirbeln hier zu nahe kommen. Sir, unsere Langstreckensensoren melden 3 klingonische Schiffe, die sich uns nähern. Es ist Toral. Statusbericht. Kurs ändern. Richtung wird angepasst. Auf dem Weg. Feind angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Ah, doch. 3 Bird of Prey, die sollten eigentlich gar kein Problem darstellen. Bringen Sie das Schiff aus meinem Sektor. Sir, unsere Langstreckensensoren melden 3 weitere klingonische Schiffe, die sich uns nähern. Bewaffnet und fertig. Gefechtsstationen. Auf dem Weg. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ja. Bereithalten. Finden Sie die nächste Werft. Begeben Sie sich zum nächsten Wurmloch. Bestätigt, Sternflotte. Bestätigt, Sternflotte. Ich besetze mal die Station komplett. Kriegen wir auch viel, viel schneller
Crew. Jetzt habe ich. Und ja, wir gehen jetzt immer ein bisschen scouten. Weil hier liegen auch immer wieder ehrenlose Schiffe rum. Wie hier. Ein Teil. Okay. Ein romulanisches Schiff. Gefällt. Steuerkurs wechseln. Steuerkurs wechseln. Gefechtsstationen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und fertig. Alle Sektionen in Bereitschaft. Verstanden. Mhm. Steuermann, neuen Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Verstanden. Kurs ändern. Kurs ändern. Du kommst bitte mit, weil dieses Schiff hat nämlich die Fähigkeit Traktorstrahl. Gefechtsstationen. Damit können wir irgendwelche Schiffe abflappen auch. Oh. Ein Nikmar. Gefechtsstationen. Hm? Die Watcher-Klasse, Entschuldigung. Das Nikmar-Schiff ist ja ein bisschen größer. Kurs wird geändert. Bestätigt, Sternflotte. Hier ist sonst nicht mehr. Das Gute ist, wir könnten uns eigentlich mit dem romulanischen Schiff auch tarnen. Werden wir dann auch gleich machen. Neuer Kurs wird gesetzt. Ich freue mich schon so richtig auf die romulanische Kampagne. Soll aber nicht leicht sein. Bilder sind jetzt auch voll. Und ich werde die Schiffe nach und nach auch vorstellen, aber jetzt halt so die Shrike-Klasse der Romulaner, die werde ich jetzt halt nicht unbedingt erklären, weil die möchte ich dann auch dann erklären, wenn wir die Romulaner spielen. Bewaffnet und fertig. Verstanden. Kurs ändern. Kurs ändern. Steuermann, neuen Kurs setzen. Bewaffnet und fertig. Ist nicht. Unsere kleine Flotte. Dwarf. Steuerkurs wechseln. Kurs ändern. Weil es gut ist, wir können jederzeit zurück und die Schiffe reparieren. Diese paar Bird of Prey sollten eigentlich gar kein Problem darstellen. Gefechtsstationen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Steuermann, neuen Kurs setzen. Auf dem Weg. Kurs wird geändert. Wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, weil die Tarnung verbraucht Energie. Alle Sektionen in Bereitschaft. Energie haben wir halt auch nicht so viel. Ah, da müssen wir ein bisschen schnell sein. Weil hier kommt immer wieder diese Felsformation. Und da sollten wir durch, weil der schiebt uns in. Oh, da ist. Richtung wird angepasst. Das. Kurs ändern. Kurs ändern. Verstanden. Verstanden. Ist hier sonst noch irgendetwas? Verstanden. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bei Thoras Schiffe sollten ja jetzt. Bewaffnet und fertig. Alle Sektionen in weg sein. Bewaffnet und fertig. Ah, das ist so ein Bereich, wo wir nicht rein sollen. Oder noch nicht reinkommen. Kommen wir garantiert mit dem Wurm doch hin.
erstmal mit der dieser Flotte hier durch. Das Schöne ist, die klingonischen Schiffe können sich nämlich auch tarnen. Impulsantrieb. Steuermann, neuen Kurs setzen. Impulsantrieb. Und jetzt gehen wir hier mit Worf durch. Dann fliegen wir mal hier rum. Steuermann, neuen Kurs setzen. Bewaffnet und fertig. Richtung wird angepasst. Jo. Ein Bird of Prey. Steuermann, neuen Kurs setzen. Kurs ändern. Darum sollte man auch jede Ecke ein bisschen nah absuchen. Das hätte man auch dann hier vielleicht machen können. Nochmal sozusagen zurückfliegen und sich das mal kurz anschauen. Ob hier noch weitere Schiffe sind. Alle Sektionen in Bereitschaft. Steuermann, neuen Kurs setzen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Ne, hier oben sind keine weiteren Schiffe. Also. Alle Sektionen in Bereitschaft. Hier durch. Go, go. Sektionen in Bereitschaft. Verstanden. Alle Sektionen in Bereitschaft. Richtung hier ist nicht. Alle Sektionen in Da ist ein Nebel. Alle Sektionen in Bereitschaft. Bewaffnet und fertig. Den könnte man vielleicht zu seinem Vorteil nutzen. Ah, da ist Toral. Richtung wird angepasst. Sozusagen die kleine Endschlacht. Vor der speichere ich, weil ich genau weiß, dass das vielleicht nicht ganz so ausgeht, wie ich es mir am Anfang erhoffe. Bewaffnet und fertig. Es sind halt drei Bird of Prey. Und ein Nikvar-Schlachtschiff der Klingon. Speichern. Triebwerke volle Kraft voraus. Heute dieses ist ein Mal guter Tag Sie mir zum nicht Sterben. Entkommen, Worf. Aber mal, dass wir mal so viele Minen rauskriegen, wie es nur irgendwie geht. Sollten auch recht gut gegen das Schiff von ihm sein. Nein! Neuer Kurs wird gesetzt. Alle Sektionen in Bereitschaft. Kurs ändern. Fertig für die Schlacht. Hab jetzt gedacht, das wäre Worfs Schiff gewesen. Aber okay. Stärke, volle Kraft voraus. Bestätigt, Sternenflotte. Fliegen wir Worfs Schiff mal hier durch. Weil Toral hat sich ja aus der Schlacht sozusagen zurückgezogen. Und das nächste Wurmloch. Admiral,
Toral, der Anführer des Hauses von Duras, behauptet, er habe das Schwert des Kales gefunden. Er will es benutzen, um sich den Hohen Rat der Klingonen zu unterwerfen. Wenn ihm dies gelingt, wird das Reich ins Chaos gestürzt. Sie werden die Föderation nicht gegen die Borg unterstützen können. Die Sternenflotte kann sich nicht in die internen Angelegenheiten der Klingonen einmischen. Doch wir brauchen ihre Unterstützung. Sie kennen die Situation am besten, Worf. Wie schätzen Sie sie ein? Sir, ich hege den Verdacht, dass Thorals Schwert eine Fälschung ist. Ich weiß, wo sich das wahre Schwert befindet. Wenn ich es finde und Kanzler Martok übergebe, hat Toral keinen rechtmäßigen Anspruch auf den klingonischen Thron. Sehr gut, Worf. Ich erteile Ihnen das Offizierspatent des Captains. Sie kommandieren die Avenger bis auf Weiteres. Führen Sie Ihren Plan aus. Verstanden, Admiral. Worf, Ende. Hervorragend. Beamen Sie das Schwert des Kales an Bord und schicken Sie eine Nachricht an Kanzler Martok. Sagen Sie ihm, dass wir unterwegs sind. Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard. Sternzeit 53551,3. Seit wir die Warnung der USS Premonition hinsichtlich der Borg empfangen haben, versuchen wir Kontakt zur Sternenbasis 612 aufzunehmen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Ich fürchte, unsere Hilfe könnte zu spät kommen. Captain, wir befinden uns nun in Sichtweite. Captain, wir empfangen eine Nachricht von der Sternenbasis. Enterprise, Gott sei Dank. Wir wurden von den Borg angegriffen. Sie haben die Crew jedes Schiffes in diesem Sektor assimiliert. Sie werden bald zurückkehren, um die Herrenlosen zu holen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen unbedingt Verteidigungseinrichtungen in diesem Sektor schaffen, bevor die Borg zurückkehren. Wir benutzen die herrenlosen Schiffe zu unserem Vorteil. Nummer 1, bereiten Sie Außenteams vor. Ich will, dass all diese Schiffe wieder einsatzbereit sind, bevor die Borg zurückkehren. Ja, dann machen wir das auch. Verteidigen Sie die Sternenbasis vor dem Borg. Die Enterprise darf nicht zerstört werden. Okay, dann mal los. Mr. LaForge, schleiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Mal hier. Energie. Neuer Kurs wird eingegeben. Hier runter. Schalten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Ich werde reparieren. Was haben wir hier? Das können wir zuletzt holen. Hier haben wir noch ein Bauschiff. Ja, umso mehr Schiffe wir jetzt holen, umso einfacher wird es dann. Energie. Alle Sektionen bericht. Ja. Die Nebula-Klasse ist schon mal gut, eine Akira-Klasse hier hinten. Du fliegst hier hinter, damit wir hier diese Produktion wieder aufnehmen können. Und dann können wir hier hinten nämlich auch noch das ein oder andere Schiff uns noch holen. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Reparatur. Neuer Kurs wird eingegeben. Eins, auch auf jeden Fall gebrauchen. Ihre Befehle, Sir? Du holst das hier. Ich werde es mal reparieren, bitte. Was brauchen? Oh, wir können Torpedo-Launcher bauen. Ganz gut. Bestätigt, Sternflotte.
Ist das hier? Bestätigt, Sternenflotte. Hier noch, weil dann haben wir beide Miner. Bestätigt, Sternenflotte. Kurs wird hierhin. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Statusbericht. Angriff. Ja, noch eine Akira-Klasse. Das sieht ein bisschen immer komisch aus, wenn die so rum. Gefechtsstationen. Komisch rumstehen, diese Schiffe. Oh, noch eine Nebula-Klasse. Oh, eine Stormreaver-Klasse. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Neuer Kurs wird eingegeben. Okay, da wir hier mit dem Borg zu tun haben, Kurs wird geändert. Gefechtsstationen. Schauen wir auch ein bisschen rum, ob wir ein bisschen mehr Mineralien finden. Geht nicht. Ich sehe jetzt halt hier nicht unbedingt. Nebula-Klasse. Gefechtsstationen. Hierhin. Sternenflotte. Statusbericht. Weil dann sollten wir jetzt halt fast alle haben, bis auf den hier. Bestätigt, Sternenflotte. Okay. Nummer 1, stellen Sie ein Außenteam zusammen. Kann dort nicht bauen. Finden Sie die nächste Werft. Wir müssen eine nahegelegene Sternenbasis finden. Ah, war irgendwas garantiert. Möglich, durch die Schilde hindurch zu beamen. Irgendwas garantiert im Weg gestanden ist. Was können wir denn eigentlich für Schiffe bauen? Ah. Akira-Klassen. Müssen wir auf unsere Stormreaver-Klasse vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich empfange Transwarp-Signaturen. Sie kommen auf uns zu. Auf Gefechtsstation. Was nun? Alle Sektionen Bericht. Wichtige Schiff auch. Station fertiggestellt. Apparatur bitte. Alle Sektionen. Jetzt gehen wir dahin. Bereithalten. Feind angegriffen. Angriff. Okay. Station fertiggestellt. Hier baue ich nochmal einen Torpedo-Launcher hin. Dann holen wir uns noch das letzte Schiff. Verstanden. Warte auf Befehle. Stecken Kurs ab. Kurs ändern. Ihre Befehle, Sir. Jetzt fehlen noch ein bisschen Ressourcen. Weil ich pflaster dir das alles mit Torpedo-Launchern zu. Weil die sehr, sehr stark sind. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. Wir haben hier auch eine Forschungsstation schon, die wir bauen könnten. Station fertiggestellt. Kann dort nicht bauen. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. Bauen wir auch hier eine Sensorenflanze kurz hin. Bin auf Empfang. Für mehr Sicht. Bewaffnet und fertig.
Alle Sektionen in Bereitschaft. Jetzt halt erkunden wir mal mit unseren Akira-Klassen kurz. Wir bauen aber auch noch eine bei Vulture. Wie heißen die genau? Ventura-Klassen. Damit wir mal kurz. Alle Sektionen in Bereitschaft. Oh, da ist eine. Verstanden. Werft. Bewaffnet und fertig. Interessant, dann wissen wir schon mal, dass hier Borg-Aktivitäten sind. Dass die Borg hier Schiffe schon mal bauen. Alle Sektionen in Bereitschaft. Und das müsste eigentlich die letzte Mission der Föderation jetzt halt erst einmal sein. Es ist wie gesagt jetzt halt erst einmal auch eine Einführung. Richtung wird angepasst. Ja, die erste Mission hat mich ein bisschen sehr verwirrt. Machen Sie es so. Raumschiffbau begonnen. Bau abgebrochen. Wie viel brauchen wir für 1300? Ja, das sollte man nach und nach kriegen. Dann können wir die eigentlich auch nochmal auf Erkundungstour bestätigt. Schicken. Folgen Sie mir. Bewaffnet und fertig. Bestätigt. Erkunden. Tun wir die, Richtung wird angepasst. Die Feind noch runter. Und dann gehen wir mal. Die Nebula-Klasse ist eigentlich auch ein recht gutes Schiff. Kurs wird geändert. Alle Sektionen Bericht. Außerdem, wir haben die um diesen Reflektorschild. Ja, die sollen ruhig zur Sternbasis fliegen. Gut, das. Forschungsschiff eingetroffen. Statusbericht. Mr. LaForge, leiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie. Ich brauche ich noch. Nein, 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 nein. Das ist jetzt ungut, dass die ihm hinterher geflogen sind. Crew in Bereitschaft. Kurs wird angepasst. Stecken Kurs ab. Statusbericht. Machen Sie es so. Machen Sie es so. Kurs wird auf nächste Reparatureinrichtung gesetzt. Gefechtsstation. Nope. Das geht nicht so schnell. Nein. Es sind doch noch sehr viele Borgschiffe. Jetzt könnte man und mal das hier bauen. Stationsbau begonnen. Auf dem Weg. Bestätigt. Kurs wird geändert. Ein paar Torpedo-Launcher zu viel. Bitte nicht zum. Hoffentlich setzt der seine Fähigkeit nicht ein, weil die kann ganz, ganz schnell sehr viele Schiffe zerstören. Antrieb, volle Kraft voraus. Wie viel? Oh. Folgen Sie mir.
Dann können wir für ein paar Akira-Klasse Schiffe bauen. Die sind ein bisschen besser. Hier ist... Können wir hier durch irgendwie? Ja, da können sie auch hin. Das sind auch einige Torpedowerfer. Sie kommen auf uns zu. Die Sternenflotte kann unmöglich so schnell auf unsere Nachricht reagiert haben. Das sind Borg-Energieknoten. Sie müssen die Schiffe assimiliert haben. Alarm an alle Schiffe. Verteidigen Sie die Sternenbasis vor den assimilierten Föderationsstreitkräften. Die Enterprise darf nicht zerstört werden. Ne, hier kommen wir noch nicht hin. Stationsbau begonnen. Ah, da kommen die ersten assimilierten Borg. Föderationsschiffe. Bei weiteren Akira-Klassen. Station wird angegriffen. Station fertiggestellt. Benötige zusätzliche Besatzung. Planet ist irgendwo hier vielleicht. Nee, mach mal keine weitere. Föderationsbasis, um ein bisschen Crew noch zu bekommen. Hier könnt man bestätigt, Sternenflotte. Den Kettenreaktionspulsar erforschen. Der ist eigentlich... Oh. Station wird angegriffen. Die Borg haben zweifellos einen Außenposten in diesem Gebiet eingerichtet. Wir müssen ihn finden und zerstören. Bin am überlegen, ob man hier ein paar Photon-Torpedos hinsetzen. Moment bitte. Raumschiff fertiggestellt. Wieder da. So. Es sind Sensoren verlangsen. Station wird angegriffen. Interceptor hat überhaupt keine Chance gegen so viele. Raumschiff fertiggestellt. Die ganze Energie in den Antrieb. Gefechtsstationen. Und hier gibt es noch keine Reparaturschiffe. Mein Hauptaugenmerk wird... Oh, die haben zwei Schiffswerften. Okay. Alle Sektionen Bericht. Steuerkurs wechseln. Wir sollten jetzt halt auch gleich wieder Crew kriegen, wenn die Sternbasis hier. Wieder voll besetzt ist. Auf dem Weg. Aye, aye, Sir.
will jetzt nicht die Enterprise mitschicken. Das hat nämlich den Hintergrund, die hat nicht mehr so viel Crew. Man merkt, diese Forschungsschiffe sind einfach nicht für den Kampf eigentlich gedacht. Die haben eigentlich noch ein paar Fähigkeiten. Ja, ich war es. Wir müssen ihn finden und Schiff aus meinem Sektor. Bestätigt, Sternflotte. Okay, da. Dann machen wir ein Turret. Ja, alles mit Turrets. Sozusagen für diesen Torpedo-Launchern hier. Dann stellen wir hier ein paar Torpedo-Launcher auf und hoffe, dass die nicht da gleich angetigert kommen. Bestätigt, Sternflotte. Meine besten Leute sind dort. Ja, das hoffe ich. Weil die KI müsste auch hier unendlich Ressourcen haben. Und die Enterprise geht nochmal reparieren, damit wir die Crew ein bisschen besser hinkriegen. Gut, dass diese Torpedo-Launcher recht schnell gehen. Noch nicht ganz voll, aber Station fertiggestellt. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. Stationsbau begonnen. Ah. Die ganze Energie und den Antrieb. Jetzt sehe ich aber, ist kein Wurm noch. Vielleicht hier unten mal schauen. Was nun? Raumschiff fertiggestellt. Dann bauen wir hier ungefähr ein Torpedogeschütz, das dann hier ein bisschen herumnervt. Aye, aye, Sir. Bin auf Empfang. Weil mit drei Torpedogeschützen sollten wir schon auch einiges an Schaden austeilen. Weil hier, die können ja keine Mineralien bekommen. Ist ja bloß so ein eigentlich ein kleiner Außenposten, der den ich die ganze Zeit verkack gut zu machen. Gebe Koordinaten ein. Und dann, wenn wir die Basis zerstört haben, müssen wir mal auch ein bisschen rumschauen. Bestätigt, Sternflotte. Ich glaube, das mit Turret Creep haben sie bewusst ausgestellt, weil solche Leute wie ich sonst die Station mit Turrets vernichten wird. Okay, hier ist auch kein Wurm noch, also kommen wir in diesen Bereich gar nicht rein. Schade. Mich schon interessiert, was da drin ist. Oh, da haben die auch ein Konstruktionsschiff. Feind angegriffen.
Ja, komm, komm, komm. Nicht beschießen lassen. Erwarte Befehle. Was? Station wird angegriffen. Dann arbeiten wir uns heute hier ganz langsam vor. Ja, auch machen. Dann machen wir schon mal den Kettenreaktionspulser. Das driftet das Schiff. Verstanden. Die ganze Energie in den Gehen wir mal hier rechts rüber. Weil die Forschungsschiffe können hier richtig schön für Verwirrung sorgen bei dem Borg. Raumschiff fertiggestellt. Nicht genügend Dilithium. Gefechtsstation. Das ist mir klar. Steuerkurs wechseln. Jetzt hat Bomber das nächste Schiff. Weil ich gehe davon aus, dass wenn wir eine der Stationen angreifen, dass diese Borgschiffe, die hier oben sind, direkt auf unsere Schiff angreifenden Schiffe losgeht. Steuermann, neuen Kurs setzen. Die Steamrunner-Klasse wäre halt praktisch gewesen, weil die hätten diese Geschütze hier ausschalten können. Aber da war ich zu voreilig. Alle Sektionen Bericht. Neuer Kurs. PK nehmen wir auch mit. Und ich hoffe, dass der nicht drauf geht. Den Kettenreaktionspulser haben wir jetzt halt auch. Das ist eigentlich praktisch, umso mehr der erfasst, dieser Kettenreaktionspulser, umso mehr Schaden macht er dann. Gefechtsstationen. Runter mit euch. Wir können hier keine Stationen reparieren. Es gibt hier noch keine Reparaturschiffe oder sowas. Fort, schleiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke um. Die ganze Energie in den Antrieb. Antrieb volle Kraft voraus. Lokalisieren Sie alle Waffen auf dem Schiff. Feind angegriffen. Bauen wir mal was. Oh, und schon bauen sie wieder Schiffe nach. Wenn Sie bereit sind. Mr. LaForge, schleiten Sie alle verfügbare Hilfsenergie in die Triebwerke. Machen wir mal wieder einen Schritt zurück. Forschungsschiff eingetroffen. Antrieb volle Kraft voraus. Angegriffen. Forschungsschiff eingetroffen.
Ist mir gerade scheißegal. Forschungsschiff eingetroffen. Außerdem, dass die Borg können... Nee, das ist dann hier noch nicht ganz der Fall. Die Borg könnten, können eigentlich ihre Schiffe sehr, sehr schnell reparieren. Forschungsschiff eingetroffen. Dass irgendwelche Waffensysteme wieder schneller funktionieren und so weiter. Bericht. So. Jetzt hat dann. Es wird jetzt halt ein bisschen leider dauern irgendwie. Reparieren. Schiff ist einsatzbereit. Unterwegs. Ei, ei, Sir. Bin auf Empfang. Dann reparieren wir dann auch nochmal die Enterprise. So, jetzt dürften die auch keine, weil sie bauen nichts mehr, die dürften keine Ressourcen mehr haben. Kann ich eigentlich diese, mal den abbrechen? Dann tun wir den hier oben auch einsetzen, weil dann haben wir drei, die Lithiumfrachter. Und dann können wir ganz langsam hier vorgehen und alles zerstören. Raumschiffbau begonnen. Gleich mal ein Raumschiff. Feind angegriffen. Dauert halt jetzt ein bisschen, bis wir da die haben halt gute Schilde. Oh, und die Burg hätten auch ein paar Sachen erforschen können. Aber haben sie Gott sei Dank nicht. Dann noch mal eine Akira-Klasse. Gefechtsstationen. Zielen Sie auf die Primärsysteme. Wir könnten auch diesen Assembler übernehmen, aber das mache ich jetzt. Mach mal nicht. Feind angegriffen. Bei dann hatten die Borg doch keine unendlichen Ressourcen. Antrieb volle Kraft voraus. Alle Sektionen bericht. Diese Bauschiffe halten schon sehr, sehr viel aus. Muss man sagen. Vor allem im ersten Teil. Hier runter. Forschungsschiff eingetroffen.
Da. Feind angegriffen. Zielen Sie auf die Primär. Nehmen wir das mal, diesen Energiekanone schnell kaputt kriegen. Weil die macht schon viel Schaden. Ja, die auf die Enterprise, die hat am meisten Schilde. Weil das Problem ist, diesen Energiewaffe, die auf uns schießt, die können wir nicht. Reflektieren, das geht nicht. Das ist Torpedos geht, Phaser auch, aber nicht die. Diesen Puls auch nicht, das von der Raumstation, das geht nicht. Zielen Sie auf die Primärsysteme. Aber was wir jetzt halt noch nicht gesehen haben, waren diese anderen Schiffe, die sie, die ganze, die sie hier oben die ganze Zeit hatten. Raumschiffbau begonnen. Ja, das ist dann die letzte Station. Weil jetzt können sie auch eigentlich nichts mehr bauen, außer sie haben hier irgendwo noch ein Bauschiff irgendwo hingeschickt. Aber auch gut zu wissen, dass wenn mal, wenn diese Schiffe angegriffen werden, direkt Crew verlieren. Feind angegriffen. Raumschiff fertiggestellt. Steuermann, neuen Kurs. So. Auf dem Weg. Das war's nämlich noch nicht. Ah, da haben wir doch die Schiffe, die wir suchen. Die Assimilatoren. Die können nämlich Crew entziehen mit ihrer Spezialfähigkeit. Bestätigt. Raumschiff fertiggestellt. Ah, jetzt kann der auch nicht mehr feuern. Captain, ich empfange Warp-Signaturen der Föderation. Sie kommen auf uns zu. Steuermann, neun Picard, alle Schiffe im Quadranten sind in Alarmbereitschaft. Die Enterprise wird die Premonition zur Untersuchung und Reparatur zur Mannheim-Forschungsstation eskortieren. Dann kehren Sie zum Kommando der Sterne. Lieutenant, öffnen Sie einen Kanal zur Premonition. Captain Deming, wir konnten den ersten Angriff der Borg auf die Sternenbasis 612 abwehren. Ich danke Ihnen, Captain. Möglicherweise haben wir eben der Föderation die Überlebenschance gegeben, die sie braucht. Ich hoffe nur, dass es ausreicht. Ja, das war die Föderationskampagne. Die war nur 4 Missionen lang, was mich ein bisschen wundert. Aber beim nächsten Mal geht's mit der Klingonen-Kampagne weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also bis dahin.